Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Makedonien, mit Alexander, den großen 2. 2.0. Ja, wie letztes Mal schon angekündigt, hat Alexander nach Ägypten genau das persische Kernland angegriffen, und zwar bei Gaugamela. Und letztes Mal wusste ich nicht ganz genau, wo es ist. Und es ist genau hier. Ja, Mesopotamien an. Warte. Genau, hier sind zwei Flüsse. Und eigentlich müsste hier irgendwo. Müsste hier Gaugamela sein. Und hier kam es eben zu einer richtig großen Schlacht, 331 vor Christus. Und da hat sich ja endlich mal der Darius der Dritte, der König der Persien, von Persien, ja, hat sich Alexander wiedergestellt und ja, hat wieder verloren. Und genau, nach und nach erobert Alexander die südlichen großen Städte Babylon und Susa. Und das ist Babylon war hier und Susa war hier. Und das waren halt ja die Großstädte, also Babylon, das kennt man heute noch, zum Beispiel aus der Bibel. Genau, und hat in 330 hat er Mesopotamien. Das müsste Negor, also müsste eigentlich dazwischen. Vielleicht ist das die Stadt. Genau, Mesopotamien erobert, und damit hat er nee, Mesopotamien ist das da. Genau, und im Persischen Reich war Mesopotamien eben das alles hier. Genau. So, Mesopotamien ist keine Stadt. Gut, also nach diesem Vorstoß. Wieso ist eigentlich Baktrien da? Baktrien ist eigentlich hier. Okay, Parthien. Okay, Baktrien. Parthien hat die ziemlich verdrängt. Warte mal. Wie sieht's eigentlich Baktrien? Seid willkommen. Möge Hermes eure Worte beflügeln, denn ich habe heute noch andere Geschäfte zu erledigen. Fest. Deren verbündete Partien. Ja, ist egal. Gut, dann. Das hätte ich vielleicht vorher, also jetzt nicht gleich machen sollen, weil jetzt hat er quasi den ersten Zug. Na, egal. Wurschti Burschti. So, genau. Verteidiger Pellas. Die wollte ich eigentlich nach hier schicken. Weil von oben. Alter, Rom hat wieder. Hat wieder. Warte mal. Sparta ist doch. Mein Verbündeter, oder nicht? Defensiver Verbündeter. Aber wieso sehe ich ihn nicht? Irgendwie hatte ich im Kopf, dass man den sieht. Ich meine, Pergamon sehe ich auch. Okay, er ist mein Klientel. Vielleicht deswegen. Vielleicht deswegen. Ja, das haben die wieder zurückerobert. Hier habe ich gerade ein bisschen rein.
Okay. Das ist nicht meiner und das ist nicht meiner. Eigentlich ist klar. So. Während Alexander im Osten war, ja, haben die nördlich von Makedonien ziemlich gedrückt. Also. Nee, oder? Ach. Ja, komm, das versuchen wir. Das versuchen wir. Wenn ich eine enge Stelle habe, dann ist alles gut. Aber sieht nicht so aus. Das sieht nicht so aus. Ich warte mal hier auf die, weil ich will, Alter, da ist ja noch eine. Ja, ich bleib trotzdem da. Ich will nämlich, dass das schnelle Rudern aktiviert werden kann. Ich glaube nicht, dass ich bis zum Aufprall das hinbekomme. Ja, und wobei, könnte gut sein. Ja, doch. Okay, die 20 Sekunden gingen schneller vorbei, als ich dachte. Drei, zwei, eins. Unser General wird angegriffen. Super. Das war wichtig. So viel Fernkämpfer wie möglich abknallen oder versenken. Weil im Nahkampf sind meine Pikeniere besser. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Super. Es läuft doch. Ja, die werde ich wahrscheinlich nicht mehr bekommen.
Aber ich habe eigentlich alle bis auf zwei bekommen. Das ist schon ganz gut. Schon ganz gut. So, jetzt fängt die Gaudi hier an. Bleibt einfach stehen, oder was? Männer wanken. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Ah, nee, das gefällt mir gerade nicht so. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Aha. Ahahaha. Geschossen von der Riesäule Dienst. Ja.
Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Ah. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Ah, jetzt muss ich da wieder zurückgehen, ne? Aber es war nicht ganz so lukrativ für ihn. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6 habe ich in den Schiffen runtergebracht. Naja, beziehungsweise versenkt. Das war ganz gut. Aber jetzt muss ich. Oder ich baue einfach in Alexandria noch eine Armee. Ich biete euch diese. Nee, du hast mich angegriffen, hallo? Nee, ich mach dich platt. Zuerst schnappt er sich zwei Länder von mir und dann. Hä? Ach so, das ist seins. Ja, ne? Also. Er hat sehr viele Fernkämpfer. Nee, das bringt nichts. Mit den ganzen Fernkämpfer bleibt er einfach stehen und. Macht meine Phalanx tot. Und das war's. Das war's. Gut, also. Was mache ich denn gerade? Ich weiß doch nicht, was ich gerade erforsche. Ich glaube, ich erforsche irgendwas Militärisches. Ein Sohn wird erwachsen. Super. So. Goodbye. Ja, wobei, das können wir eigentlich spielen, ne? Warte, es ist jetzt 20. Ja, okay, dann spielen wir mal kurz. Wieso hat er jetzt schon eine Garnison? Das ist so lächerlich. Okay. Mal, dann hat er eine Garnison. I don't care. So. Unser General wird angegriffen. Was ist mein General? Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht.
Karte jetzt, aber Feuer brauchen wir jetzt nicht mehr. Alter. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Echt jetzt? Egal. Männer wanken. Diese Blinkler-Kavallerie. Klassische Elite-Bogenschützen. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Gut, das war's, ne? Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ich muss noch den General töten. Der etwa kein okay. Doch, das war doch ein General, oder? Ja, schon.
Hat er das schon gesagt? Ich bin verwirrt. Okay, also. Die hat ziemlich was abbekommen, ne? Aber nur wegen der, ja, 70, ja. Scheint nicht so viel zu sein, aber. Ja, ist halt. Nicht wenig. Gut, Sub. Sub. Jetzt habe ich ja schon wieder zu wenig Money. Warte, kann der hier was rekrutieren, was Gutes? Ah, schon was Besseres. Okay. Dann kannst du. Okay, die sind ziemlich billig. Halten halt auch nichts aus, aber. Es ist trotzdem was. So, soll ich dich jetzt wieder zurückschicken? Ja, komm. Das Vermächtnis wird wieder zurückgeschickt. Und mache ich was? Yeah, ich mach was Militärisches, das ist gut. Armee zerstört, bla 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 bla. Gut. Der ist von mir. Drei Nahrung, passt. Die sind nicht von mir, die sind nicht von mir. Weiter geht's. Ah, verdammt. Ja. Bevor es weitergeht, ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ja, beim nächsten Mal geht's eigentlich gleich hier weiter. Gut, ciao.